Ja, dann starten wir doch frisch durch, schlank und rank. Das versteht ihr jetzt nicht, aber ist egal. In den Radio Januar, mit dem Löffel losgeht, das ist lustig. Und zwar am 1. Januar, schon früh morgens, da wird wahrscheinlich keiner zuhören, weil alle noch komatös von den Silvesterfeierlichkeiten im Bett liegen werden. Aber vielleicht hört ja der eine oder andere in den MDR Figaro um 7.10 Uhr rein. Da läuft nämlich ein ulkiges Hörspiel, ein kurzes Hörspiel namens Die Löffel von Andrea Czesinski, genau, mit dem S ist das ja, genau, Czesinski. Ne? Eine Sachsen-Radioproduktion über verschiedene Löffel, die sich miteinander unterhalten in einer Besteckschublade. Und zwar sind die alle unterschiedlich, kommen von unterschiedlichen Orten her und die einen ein bisschen vornehmer, die anderen nicht so. Das ist ganz nett, es ist kurzweilig, es dauert nur 27 Minuten. Das ist wahrscheinlich gerade das, was man also vertragen kann, so früh morgens ein Neujahr. Das ist doch eine schöne Möglichkeit, das Jahr frisch anzufangen, mit den Löffeln. Ja, 7.10 Uhr ist sonntags morgens echt ein Hammer. Das haben wir heute gemerkt. Ja, das stimmt, ja. Aber am 1. Januar kommt auch nachmittags, also bis dahin sollte man ja schon mal die ersten Klüsen offen haben. Da kann man beim Schweizer Radio SRF, heißt jetzt nicht mehr DRS, SRF 1 Zorro hören. Und zwar die dreiteilige Radiofassung nach dem Roman von Johnston McCulley. Eine Bearbeitung von Helmut Peschina und Peter Michael Ladiges, der auch Regie geführt hat. Die Produktion ist vom Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 1999 und überrascht, weil es beim BR nicht immer so die geradesten Hörspiele gibt. Aber Zorro ist wirklich eine sehr gelungene Abenteuerfassung des Hörspiels. Also das ist spannend und geradlinig erzählt. Da ist auch keine übertriebene künstlerische Note drin, sondern es ist wirklich sehr straight und ein sehr, sehr hörenswertes Hörspiel. Kann man sich wirklich gönnen. Und da laufen alle drei Teile ab 14 Uhr. Das Ganze geht bis 18 Uhr, allerdings sind da immer wieder Pausen drin. Also insgesamt dauert Zorro 165 Minuten. Wenn ihr das jetzt verpasst habt, ist es kein Problem, weil das Ganze nochmal später im Monat kommt, beim BR dann selbst und da dann die drei Teile über Wochen verteilt werden. Aber da kommen wir dann gleich zu. Leider parallel dazu läuft im NDR Info das Live-Hörspiel der diesjährigen ARD-Hörspieltage, Der Schatz im Silbersee von Karl May. Diese Co-Produktion sämtlicher Kulturanstalten. Du hast es ja live gesehen. Genau, ja. Also ich kenne die Radiofassung noch nicht. Ich habe sie nur live mitbekommen, aber das wird ja wohl identisch sein. Wahrscheinlich. Ja, ich fand das sehr, sehr hörenswert, also beziehungsweise sehenswert. Das ist jetzt das Problem, dass man das natürlich ja ruhig, wenn du das Bild dazu hatte hörst, und natürlich da noch Gags dazu waren, die man natürlich im Radio nicht wahrnehmen wird, weil die Schauspieler auch grandios auf der Bühne agiert haben und auch neben den eigentlichen Sprechern noch sehr viel lief. Also ich denke immer an Dieter Landoris, der da mit seinem Hörspielsohn die beiden Indianer gespielt hat und die da für allerlei Aufsehenerregendes im Nebenschauplatz gesorgt haben. Aber das nimmt man ja im Radiohörspiel nicht wahr. Muss man dann mal sehen, wie das funktioniert. Aber ich fand es durchaus interessant und spannend und eine schöne, kurze Karl-May-Fassung vom Schatz im Silbersee. Ja, ich kenne die Bilder nicht, fand es aber trotzdem hörenswert. Immerhin. Ja. Auch parallel dazu, das blockiert sich alles ein bisschen, im SWR 2, aber das ist nicht so schlimm, das könntet ihr auch auf CD bekommen, das ist beim DAV erschienen. Das Land der Menschen von Juli C., SWR-Produktion aus dem Jahre 2008. Genau, mit Tommy Pieper und Kinderwünsche und Kindersehnsüchte, die hier vom kleinen Rob, so heißt der Junge, der die Hauptrolle spielt, erzählt wird das Ganze aus der Sicht seines Stofftieres Purzel. Das ist wirklich eine ganz entzückende Idee, weil man da die handelnden Figuren besser außen abbilden kann, ohne einen losgelösten Erzähler zu haben. Und das Stofftier ist jetzt auch Teil der Handlung und das passt da schon irgendwie ganz gut. Origineller Gedanke. Und das Ganze ist sehr emotional. Also das, ich würde schon mal fast sagen, dass es eigentlich gar kein Kinderhörspiel ist, sondern schon eher was für die größeren Ohren. Sehr schön, sehr unterhaltsam. Also mich hat das sehr bewegt. Kann es in dem Sinn nur für denjenigen auch empfehlen, denen das auch gerne so geht. Dann ein bisschen später, also das blockiert sich nicht, um 16 Uhr im ORF, ein Hörspiel von Thorsten Enders, Treffen in Dublin. Und das ist eine aktuelle MDR-Produktion aus 2012.
in der es um das Treffen von Händel und diesem Theologen Dr. Swift geht, das wir ja schon bei den starken Stücken hatten, dass es eine hörenswerte Geschichte ist. Das Hörspiel selber, ist das auch hörenswert geworden? Ja, es dreht sich halt wirklich, es geht in dem ganzen Hörspiel tatsächlich nur um den Konflikt zwischen Händel und dem Schriftsteller und Theologen Swift, den man ja von Gullivers Reisen kennt, der sich als sehr halsstörrischer Patient hier erweist und exzellent von Hans-Michael Rehberg gespielt wird und Händel übrigens von Bernhard Schütz genauso gut. Und dieses Zusammenspiel ist großartig, muss man wirklich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Thorsten Enders kennt man ja vielleicht auch von unserer Lieblings-Krimi-Redaktion. Das ist nämlich der Redakteur beim Deutschlandradio Kultur, der immer den tollen Krimi-Platz am Montagabend belegt mit tollen Krimis. Umso überraschender, dass das eigentlich kein Krimi ist. Aber es ist eins seiner Lieblingsthemen. Es geht um klassische Komponisten. Er hatte ja schon mal das Hörspiel Bachs Reiche mit Otto Sander unter anderem beim MDR produzieren lassen. Und jetzt eben Händel und Contra zu Swift. Übrigens spielt auch Eric Clapton mit, aber das ist nur am Rande. Aber nicht der Eric Clapton. Aber ich fand den Namensgebung fand ich schon sehr witzig. Von Shorty Scheumann gespielt, Eric Clapton. Dann bleiben wir doch gleich beim 1. Januar. Um 18.30 Uhr im Deutschlandradio Kultur Marguerite Duras, die französische Schriftstellerin. Und zwar ist das ein mehr oder weniger ein Monolog von ihr. Das ist alles C'est tout, in der sie ja auf sämtliche Schattenseiten und positiven Seiten des Schriftstellerdaseins so blickt. Hat mir auch schon mal empfohlen. Und Kai Green, der das Ganze bearbeitet hat, den hatten wir jetzt gerade eben erst erwähnt, ist halt ein bisschen problematisch, weil es eben quasi mehr oder weniger nur ein Monolog ist. Ja, der unterbrochen wird, der Michel Großmann spricht. Und Jeanne Marot, das ist mir eben nicht eingefallen, wer es war. Ich wusste, Jeanne Marot spricht mit. Sie spricht also die Marguerite Duras im Originalton. Und Michel Großmann liefert dann quasi so die Übersetzung ins Deutsche hinein. Und dann spielt noch Alexander Fehling mit, der ja auch immer eigentlich in fast jeder Kai Krähen-Produktion zu hören ist. Und Lars Rudolf singt. Und Lars Rudolf singt, genau. Immer wieder schön. Ja, dann kommt beim Kulturradio auch am 1. Januar um 19.04 Uhr das Hörspiel des Jahres 2011. Zumindest sah das die ARD so. Und zwar Altersglühen oder Speeddating für Senioren von Jan-Georg Schütte. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach bejubelt. Es ist auch sehr gut. Wäre vielleicht nicht unser Hörspiel des Jahres geworden 2011. Aber es war zumindest im erweiterten Favoritenkreis. Und doch, das wir waren mit der Wahl zumindest nicht unglücklich. Beziehungsweise wir konnten damit leben. Das stimmt. Dann nur kurz erwähnen wollten wir am 2. Januar, jetzt sind wir über den 1. rüber, um 20.05 Uhr im NDR Kultur etwas Interessantes, zumindest von Frank Naumann, DDR-isch, oder? Ja, da müssten ja zwei R eigentlich drin, DDR-isch. Für alle. Also es ist eine Kunstsprache, beziehungsweise eine erfundene Sprache, die Machthaber der DDR damals quasi untersuchen ließen, ob das nicht möglich wäre, quasi sich sprachlich abzusetzen. Und darum dreht sich dieses Hörstück und ich fand zumindest diese Geschichte ganz interessant und wer sich dafür interessiert, kann ja gerne mal einschalten. Das ist eine MDR-Produktion aus 2009 und hat durchaus hörenswerte Aspekte. Dann gibt es bei 1 Live am 3. Januar um 23 Uhr Soran Frenkers Du bist zu schnell. Das ist auch ein Hörspiel, was ich angemacht habe, nach 5 Minuten eigentlich wieder ausmachen wollte und dachte, oh Gott, was ist das denn? Und dann packt dann das Ding aber und das ist so sensationell gut hinten raus. Das ist so spannend und ja, also das hat wirklich dermaßen Gänsehautmomente drin und eine ganz geniale und originelle Story. Und der Wahnsinn der Hauptfigur ist so toll umgesetzt, sehr psychedelisch und die Geschichte ist ein Knaller, also kann ich auch echt nur empfehlen und einfach unterstreichen. Und ich war auch von dieser Schauspielerriege, von denen ich die Hälfte überhaupt nicht kannte, total begeistert. Also die waren alles dermaßen gut. Ja, also Matthias Kappohl hat Regie geführt und das Ganze inszeniert. Ja, Katja Bürkle sollte ich da erwähnen, dass die war wirklich sensationell gut. Also die ragte noch aus diesem großartigen Ensemble noch heraus. Also rundum gelungen, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Einschalten sollte man auch am 4. Januar
tags darauf um 14.05 Uhr im WDR 5. Da kommt nämlich Teil 3 von Hotzenblotz mit dem ersten Teil. Das ist auch ein eben Mehrteiler mit eben der dritten Geschichte rund um Hotzenblotz. Umgesetzt vom WDR 2008 mit Michael Mendel als Hotzenblotz. Ja, das ist eigentlich schon allein das Einschalten wert. Dann kommt im Deutschlandfunk in dem Umklapp von Freitag auf Samstag um 0.05 Uhr der Mitternachtskrimi. Danke, dass du mir das abnimmst. Ja, gerne. Also offiziell der 5. Januar um 0.05 Uhr. Da gibt es eine Folge der Reihe Es geschah in Berlin. Und zwar heißt das Ganze Schwerer Einbruch in bei Europa-Spedition. Schräger Titel war das irgendwie, aber er heißt so. Ja, Schwerer Einbruch bei Europa-Spedition. Fehlt da nicht ein Artikel oder irgendwas? Naja, egal. Ja, interessant fand ich, also ich bin ja nur ein alter Radio-Nerd und kenne ja recht viel, aber diese Reihe Es geschah in Berlin ist tatsächlich total an mir vorbeigezogen. Aber wenn man sich mal denkt, das ist Folge 402 von 490 irgendwie so in dem Dreh. Also es sind knapp 500 Folgen. Das ist über 20, 25 Jahre produziert worden. Babrias. Und das ist mir noch nie aufgefallen. Das finde ich schon interessant. Das ist also halbstündige Krimireihe, soll man sagen. Also es soll reale Fälle nacherzählt. Also so eine Art Stahlnetz fürs Radio. Ich bin da sehr gespannt drauf. Also das würde ich jedenfalls mal so als Tipp ohne Gewähr. Aber das klingt zumindest gut. Das ist dann vielleicht auch schon lange nicht mehr gekommen einfach, oder? Ja, wahrscheinlich. Also es ist bis 1972 produziert worden von 50, dann schon eine beeindruckende Reihe. Also ich meine, knapp 500 Radiofolgen muss man auch erstmal zusammenbringen. Das ist richtig. Dann am 5. Januar ebenfalls um 17.05 Uhr, WDR 5, ein Patricia Highsmith. Patricia Highsmith, das ist nicht möglich, das auszusprechen. Klassische Highsmith-Krimi, oh Gott, dieser Name bringt mich um. Lösegeld für einen Hund, der erste Teil von zwei Teilen, eine WDR-Produktion aus 2006, die ganz okay ist, aber einen nicht vom Hocker reißt, aber ja, Krimi-Fans können da gerne mal einschalten. Kein Highlight, aber Highsmith. Highsmith. Ja, und wo wir gerade dabei sind, 17.05 Uhr, das ist übrigens der neue Termin für den Krimi am Samstag, die Erstsendung. Die lief früher um 10.05 Uhr morgens und wurde jetzt auf 17.05 Uhr verschoben. Wird der dann wiederholt dann auch? Der wird auch wiederholt um 23.05 Uhr, das bleibt, aber die erste Sendung verschiebt sich 7 Stunden nach hinten. Ich meine, da wäre das auch schon mal früher gewesen, wenn ich mich so recht erinnere. Ich meine, früher wäre das auch am späteren Nachmittag gekommen. Ja, Samstag um 10 ist irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu früh, aber 17.05 Uhr ist schon relativ spät eigentlich. Ist vor allen Dingen ein blöder Termin, weil da ja parallel die Schlusskonferenz läuft. Aber naja, da muss man halt um 23.05 Uhr hin. Um 21.05 Uhr, samstags im NDR Info, Wolf Haas Silenzium, der erste Teil des Brenner-Krimis, der eine sehr schräge Art hat, das zu erzählen, nämlich die Erzählperspektive des Erzählers. Ist ein bisschen merkwürdig. Der ist vom Text her wie ein Vertrauter irgendwie des Hörers, der so kumpelhaft erzählt, ja, und da hat der Brenner das gemacht, und da hat der Brenner das gemacht. Das unterstreicht zwar dieses schrullige, schräge der Brennerfigur, aber man stolpert am Anfang ein bisschen drüber. Wenn man drin ist, hat das durchaus Unterhaltungswert. Aber ich mein Brenner-Krimis ich bin großer Brenner-Fan. Ich finde das total lustig und schräg und schrullig und dieser Wiener Schmäh noch drunter. Das ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Und dann eben durch diese Erzählperspektive kommt da so eine ganz eigene Note rein, über die viele erstmal stolpern. Aber gebt dem ein bisschen Zeit, dann ist das wirklich sehr, sehr hörenswert, fand ich. Auch wenn es wirklich am Anfang vielleicht ein bisschen merkwürdig ist. Ja, dann haben wir die Wiederholung um 23.05 Uhr, wie erwähnt, von Lösegeld für einen Hund, dem ersten Teil. Am Sonntag, den 6. Januar, gibt es dann um 14 Uhr den Auftakt eines Durbridge-Krimis, La Boutique. Der erste Teil von insgesamt 4. Und zwar kennt das vielleicht mancher, es gibt da, glaube ich, eine WDR-Fassung von, aber das ist hier die Fassung des Schweizer Radios und die geht eben 160 Minuten und nicht nur eine Radiostunde lang. Dabei ist unter anderem René Deltgen, den kennt man ja auch aus einigen Umsetzungen, unter anderem auch von Durbridge. Ich kenne das Stück zwar nicht, aber ich würde das auch mal als Tipp empfehlen, weil das lief schon ewig nicht mehr im Radio und jetzt gibt's das wieder bei der Musikwelle. Immer sonntags ab 14 Uhr, los geht's am 6. Januar und dann jede Woche einen weiteren Teil. Ich bin gespannt, ob das auch auf die Länge funktioniert, weil das irgendwie in dieser kurzen, knappen Version ja schon die Geschichte erzählt. Naja, aber Durbridge ist eigentlich was für die Länge. Also
die sind eigentlich schon, ja. Eher sind ja, gibt's ja die längeren, die in bleibender Erinnerung bleiben. Ja. Die kurzen sind meistens so. Es ist die Frage, ob man auch Tempel zum Beispiel in einer kurzen Variante erzählen könnte. Ja, das geht wahrscheinlich gar nicht. Ja, parallel dazu gibt's was für jüngere Ohren. Und zwar im Deutschlandradio Kultur am 6. Januar um 14.05 Uhr. Und zwar Wolkenkaro, ein Hörspiel für Kinder von Mareike Wittbrodt. Das ist auch eine Deutschlandradio Kulturproduktion aus 2006. Ist ein ganz nettes Hörspiel. Es hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber es ist sehr fantasievoll. Es geht also um ein Mädchen, was nicht gerne zur Schule geht und dann eine Wolke kennenlernt. Die Wolke bekleidet sie dann fortan und wird dann in der Brotdose mitgeschmuggelt und so. Und das Kind hat auch einen Feind, weswegen sie nicht gerne in die Schule geht. Einen Nachbarsjungen, der sie halt ärgert. Und die verbünden sich dann aber, als es noch ein fieserer Junge auftaucht. Dann können sie den mit Hilfe der Wolke dann auch besiegen und dann ist alles gut und ja, nett, kein Überbrüller, aber kann man mal gerne hören und insbesondere für junge Ohren eine Empfehlung wert. Dann haben wir den Umklapp von Sonntag auf Montag im Deutschlandradio Kultur. 0.05 Uhr läuft da Loop von Almut Schnerring, umgesetzt von Thomas Leutzbach. Also von der Grundvoraussetzung eine sehr interessante Idee, eben über Loops ein Hörspiel zu machen. Und zwar geht es um einen jungen Mann, Tom, der sich in die U-Bahn setzt und losfährt und dann eben nicht an der Haltestelle aussteigt, sondern weiterfährt. Und nicht nur die U-Bahn dreht sich im Loop, sondern auch seine Gedanken drehen sich im Loop. Das Ganze ist sehr, sehr cool verpackt, musikalisch natürlich mit Loops. Und es melden sich andere Experten zu Wort. Einer, der mit Achterbahn zu tun hat und erzählt, was er mit Loops zu tun hat. Und Musiker und Musikphilosophen, die über Loops nachdenken. Ich fand das von der Grundidee alles sehr spannend. Aber also insgesamt ist das ein bisschen ja, zu sehr zusammengekleistert irgendwie. Also die Grundidee ist super, interessant und auch was die einzelnen Leute dazu sagen, aber was das insgesamt dann zusammenpappt, das ist ein bisschen merkwürdig. Hm. Aber also nicht unhörenswert, aber auch kein Überknaller. Dann gibt es im Schweizer Radio SRF1 um 14.05 Uhr am Montag, den 7. Januar ist das dann, Friedrich Dürrenmatz, der Richter und sein Henker, der erste Teil von zwei. Das ist ein Hörspiel, das hatten wir ganz am Anfang im Orcast auch mal erwähnt, weil es damals beim Christoph Merian Verlag erschienen ist und da auch heute noch erhältlich ist. Das ist wohl Dürrenmatts berühmtester Roman, sein bester Kriminalroman, würde ich auch mal sagen, weil es auch nicht diese üblichen Klischees bedient, sondern eine Frage nach Schuld und den Mitteln, der Zweck heiligt die Mittel, so rum ist es. Es geht um den Inspektor Berlach, der seit Jahren einem Gauner auf der Spur ist und den nie fassen konnte. Und jetzt bietet sich die Chance, dem einen Mord anzuhängen, den er aber tatsächlich gar nicht begangen hat, dieser Versprecher. Und da ist jetzt halt dieses Dilemma, was man jetzt macht. Überführt man ihn jetzt eines falschen Verbrechens, was er nicht begangen hat, um die anderen Verbrechen zu sühnen, für die man ihm nicht nachweisen konnte. Also es ist ein sehr interessantes Spiel, geht über zwei Teile und das darf man gerne einschalten, auch wenn es eine unmögliche Uhrzeit ist. Montag 14 Uhr, ja, stimmt, das ist echt, nicht, ja. Das ist echt komisch. Um 21.33 Uhr gibt es auf dem von uns hochgelobten Krimisendeplatz vom Deutschlandradio Kultur, also 7. Januar 21.33 Uhr, einen Georges Simenon-Krimi, der Bericht des Polizisten. Das fand ich jetzt, also ich habe mit Simenon eh meine Schwierigkeiten. Ich finde die nicht alle, also selten so gut, dass ich es erwähnenswert finde, aber es ist halt ein großer Name und er hat halt viele Fans. Aber ich finde Migré immer langweilig. Jeden Migré, den ich bis jetzt gehört habe, war ja, okay, aber nicht so wirklich. Also überzeugt hat mich der auch irgendwie noch nie. Also hier war ich etwas daneben, weil ich die Story hat mich überhaupt nicht so packen können, dass ich die nachvollziehen konnte. Also ich habe das Ding dreimal gehört und bin immer noch nicht durchgestiegen. Also so diesen Aufhänger, um was da wirklich geht und wie die Motivlage insgesamt ist, wie die einzelnen Figuren zusammenhängen, das ist dermaßen verschwurbelt.
Und es wird einfach nicht gut erzählt. Also es fehlt da einfach wirklich so der rote Faden drin. Schwierig. Vielleicht für Simenon-Fans interessant. Ich fand ihn, wie gesagt, nicht so besonders. Ja, dann springen wir einen Tag weiter. Zum Dienstag 19.20 Uhr im SWR 2 erwähnen wir nur kurz, weil da der Gewinner der Premiere im Netz läuft, ins Wasser, von Christian Udo Eichner und Tristan Vostri. Das ist auch bestes Kurzhörspiel 2012 beim Leipziger Hörspielsommer geworden. Also irgendwas muss ja dran sein. Es scheint schon was dran zu sein. Der großartige Thomas Thieme ist dabei, den vielleicht einige noch von den Köppen, was war es, der Tod in Rom? Ja. Der Tod in Rom, gell? Ja, kennen, da hat er mir sensationell gut gefallen, dass er war der. Seitdem steht er auf dem Podest bei mir. Da kommt er auch so schnell nicht runter. Also ich werde es auf jeden Fall hören. Ich kenne es noch nicht. Ah. So, dann springen wir zum wir sind ja schon beim Dienstag. Abends. Ja. Abends um 20:05 im WDR 5. Bittere Ernst von Sigi Huch, eine WDR-Produktion aus 2009, mit Bjarne Mädel unter anderem. Genau, und Bjarne Mädel spielt so den typischen Loser. Das ist eigentlich so eine Rolle, auf die er ja fast schon abonniert ist. Ja. In diesem Fall heißt er Pudel, weil er eine Pudelmütze trägt, die ihm allerdings aufdoktroyiert wurde als Markenzeichen. Pudel ist ein mäßig erfolgreicher Schreiber von Sitcoms. Hat also immer den genialen Gedanken, aber irgendwie scheitert es dann irgendwie immer in der Umsetzung und niemand glaubt ihm so seine Genialität. Und irgendwann kippt dann das Ganze, als er so in die Realität kommt, was dann tatsächlich mit seinen Leistungen oder wie die gesehen werden. Und er entführt seinen Produzenten, beziehungsweise die Tochter erst seines Produzenten, dann der Produzent dazu und die Frau noch. Und das wird dann zu einem turbulenten Krimi-Gemenge. Sehr, sehr unterhaltsam. Ich kann es nur empfehlen. Also ich habe mich köstlich amüsiert und fand das wirklich eine sehr, sehr schöne Radiostunde. Dann kommen wir zum Mittwochstermin im BR und zwar 20.03 Uhr immer. Wiederholung gibt es dann tags darauf um 21.03 Uhr. Da läuft Nebelsturm von Johann Theorin, das haben wir auch mehrfach schon erwähnt, glaube ich, DLR-Produktion aus 2011, der zweite Teil von Ölland, wenn man so will. Das vor allem atmosphärisch sehr, sehr gelungen, diese unwirkliche Landschaft da darstellt. Also der Fall braucht halt unheimlich viel Platz, dadurch, dass diese hauptsächlich von der Atmosphäre lebt und da ist die 54 Minuten ist schon fast schon zu wenig. Aber sie wirkt dann vom Plot leicht überschaubar, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht das besonders negativ in dem Fall, weil halt diese mystischen Elemente, die da drin sind und die Atmosphäre so groß ist und so beeindruckend, dass das alles wettmacht. Also es ist gar nicht mehr so wichtig, dass dieser Fall vielleicht überschaubar ist. Einfach diese Atmosphäre auf sich wirken lassen und das ist sensationell gut. Also Atmosphäre super, Fall solide. Also die Wiederholung von Nebelsturm gibt es übrigens am Donnerstag, wie gewohnt 21.03 Uhr. Dann kommt der zweite Teil von Hotzenplotz am Freitag, den 11. Januar, 14.05 Uhr im WDR 5. Also der zweite Teil vom dritten Teil. Ihr wisst Bescheid, ne? Um 19.05 Uhr gibt's dann auf Nordwestradio Alfred C. aus dem Leben eines Getreidehändlers, das frisch gekürte Hörspiel des Jahres der ARD von 2012. Ja, du hast gehört, ich hab's immer noch nicht gehört. Hört rein, gebt mal eure Meinung preis, das würde mich mal interessieren, weil das sicher unterschiedlich bewertet werden kann. Ja, also ich war überrascht, dass das doch ganz unterhaltsam ist. Ob's jetzt ein Gewinnerstück ist, das ist wirklich diskussionswürdig zumindest. Vielleicht können wir das nächste Mal drüber sprechen. Läuft das nächsten Monat nochmal? Es läuft da bestimmt jetzt mehrfach. Eigentlich auf allen Sendern nochmal wiederholt werden. Ja. Das ist ja, glaube ich, beim Preisträgerstück ist es, glaube ich, immer so, dass das dann nochmal über alle Wellen läuft. Da werden wir es wahrscheinlich auch im Februar noch öfters zu hören bringen. Dann gibt es einen Radiotatort, und zwar eine Wiederholung, die immer gern gewünscht wird. Das Schweizer Radio nimmt wieder einen süddeutschen Radiotatort diesmal ins Programm, diesmal vom SWR den Felix Hubi-Krimi Schlössers Geheimnis. Das ist ein Radiotatort, den ich als ganz gut in Erinnerung hatte. Er ist ein einfacher Whodunit-Fall, ohne groß spektakulär zu sein, ein guter Radiotatort. Also man kann es nicht anders sagen. Es fehlt so ein bisschen vielleicht diese Besonderheiten, die man gerne mal so beim Radiotatort hat, so irgendwie eine besondere Darstellung oder einen besonderen Kniff oder sowas. Nein, ein solider Krimi und gut erzählt und mit dem bewährten Team, mit Uli Jäcki und Caroline Eichhorn. Kann man gerne einschalten, ja. Also wer solide Krimis mag, da ist man richtig. Doch, den habe ich auch mal wieder eine gute Wiederholung. Ja. Dann bleiben wir doch beim Freitag, 22.03 Uhr, zwei Stunden später im SWR 2. Etwas, auf das wir immer mit Freuden hinweisen, denn das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Hörspiel, ein Brett.
Nämlich Ich bin ein Schweinehund, das ist gar nicht auszudenken, von Matthias Eckhold und Tatjana Reese. Ein ganz großartiges Kammerspiel über ein Verhör, das, man weiß nicht, ob es genau so stattgefunden hat, aber hat... Ja, es geht um August Eckert, der verdächtigt wurde, seine jüdische Frau und Tochter umgebracht zu haben. Dieses Verhör zwischen Kriminalrat Rolf Bernhard Holle, gespielt von Sven Lehmann, und, wie gesagt, August Eckert wird eben dargestellt. Es gibt dann noch eine weitere Figur, die Lotte Eckert, die taucht nochmal auf. Aber das ist eigentlich nur so ein kleiner Einschub. Also hauptsächlich geht es um Holle und Eckert selbst. Und dieser Fall wird also quasi nochmal aufgerollt und bis zur Überführung August Eckerts. Interessant ist also, Rolf Bernhard Holle spielte später in der Bundesrepublik noch eine große Rolle, weil er da Chef des oder zweiter Chef des Bundeskriminalamtes war, dort auch die Aufbauarbeit geleistet hat. Ja, und dieses Verhör findet halt noch im Naziregime statt. Und das macht es eigentlich schon interessant, weil das halt so dieses Dilemma auch ganz gut beleuchtet innerhalb des Naziregimes, einen Mord aufzuklären, der einer Jüdin, das schon ein bisschen merkwürdig wirkt, aber das ist wirklich gut erzählt und es ist auch toll, dass die Radiosender das auch so sehen und das immer mal wieder ins Programm nehmen. Also es lief jetzt schon mehrfach, obwohl es keine Radioproduktion ist. Es ist also eine Eigenproduktion. Taucht aber bei verschiedenen Sendern auf. Sehr, sehr lobenswert, dass es immer wieder zu hören ist und ich kann es nur empfehlen, das einzuschalten. Ja, dann parallel dazu könnt ihr nochmal hören Alfred C. aus dem Leben eines Getreidehändlers. Ja, diesmal beim Kulturradio des RBB. Und dann springen wir zum Samstag. Am Samstag, 14 Uhr nachmittags im ORF, ein sehr hörenswertes Hörspiel, Gefallene Schönheit von Florian Goldberg und Heike Tauch über einen Bubsbooster. Es spielt, das ist ein Krimi-Plot, der angesiedelt ist im Modelbereich mit all seinen Schrullitäten. Ein Model stirbt, ist die Frage, ob das Mord oder Selbstmord ist. Und die Ermittlungen führen die Ermittler zu einem Kosmetikkonzern. Das Produkt, das der Kosmetikkonzern vertreibt, ist der Boobs Booster. Da gibt es auch eine Seite dazu, ja, auf die man gehen kann. www.boobsbooster.de, da solltet ihr mal vorbeigucken. Da kann man mitermitteln. Ja. Also es war als interaktives Hörspiel angedacht. Ich weiß leider nicht, was daraus geworden ist. Also ich fand die Idee zumindest durchaus spannend. Also man hat das dann auch noch auf die weitere Ebene gezogen und ist natürlich... sehr klischee, also diese Modewelt ist halt sehr klischeebehaft, aber lustig. Also Jens Wawacek ist zum Beispiel dabei, der darf endlich mal keinen Irren spielen. Da würde sich die Freude haben. Also zumindest nicht, also schon ein bisschen abgespaced, aber nicht ganz keinen gut. Offiziellen Irren. Ein offizieller Irre. Dann hätten wir einen Klassiker am Samstag um 15.05 Uhr im WDR3. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll mit Henning Fenske als Dr. Murke. Und Jürgen Thormann. Ja, ist auch dabei, genau. Ja. Überhaupt gut besetzt. Schimmelpfennig. Danseisen, ganz viel dabei. Ne? Das sollte man auf jeden Fall irgendwann mal gehört haben. Auch wenn es nicht unbedingt jedermanns Geschmack trifft, aber das ist einfach ein Klassiker, den sollte man gehört haben. Ist eine gelungene Mediensatire, die vielleicht nicht mehr in allen Punkten ganz aktuell ist, aber so, es funktioniert immer noch vom Grundton her. Dann 17.05 Uhr, genau, Lösegeld für einen Hund, Teil 2. Beziehungsweise 23.05 Uhr dann nochmal wiederholt. Vorher noch Silenzium, der zweite Teil, 21.05 Uhr auf NDR Info. Und wo wir schon bei Nachfolgern sind, bleiben wir dabei. Am Sonntag, 13. Januar, 14 Uhr in der Musikwelle kommt der zweite Teil von La Boutique. Parallel dazu gibt es auf Deutschlandradio Kultur wieder ein Kinderhörspiel, und zwar Der Krieg der Knöpfe von Judith Lorenz und beziehungsweise nach Louis Pergauds Roman. Das ist ein Orchesterhörspiel von Henrik Albrecht. Wer sich da an die verschiedenen Umsetzungen erinnert, das ist, glaube ich, eine der ersten, wenn nicht sogar die erste. Ich habe das immer so ganz genau im Ohr, wie die Reihenfolge war. Ich kenne es leider noch nicht, aber wer die Hörspiele kennt von Henrik Albrecht, die Orchesterhörspiele, der weiß, dass die eigentlich immer gut sind. Das kann man blind empfehlen, absolut. Ja, da mache ich mir auch keine Sorgen, dass das keine Empfehlung wert wäre. Also das ist bestimmt was und da darf man dann auch gerne einschalten. Haben wir eigentlich schon Minute 22 vom Radioteil? Moment, ich guck mal schnell. Wir sind schon längst drüber, leider. Dann brauche ich jetzt nicht mehr Adams von Go zu sagen. Ach, wer uns Adams jetzt nur in Blöcken hört, der wird das wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen. Aber du kannst doch mal Werbung von deinem Buch machen. Ja, kauft mein Buch. Du musst schon den Titel. Aber beschwert euch nicht. Die Mission. Ich hab's jetzt auch auf dem Tacho, ich werde das lesen. Und dann berichten.